Jetzt Sind wir live? Ja, wir sind live. Wir sind live, schaut so aus. So, jetzt sind wir live. Wie schön. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. It's Tea Time und somit Live Time. Schön, dass du da bist, dass du uns findest. Liebes Universum, lass uns finden hier. Ich guck mal gerade. Ja, wir sind live. Und jetzt dürfen Zuschauer uns noch finden und ich muss mal gucken, ob der Ton stimmt. Ja, der stimmt auch, der Ton. Perfekt, wunderbar. Perfekt. Hello, hello, hello. Schreib mal ein Hello in den Chat, ins Kommentarfeld, schenk uns mal Herzlein. Sieht man das hier auch? Ich glaube nicht. Doch, doch. Doch, da unten sieht man Kommentare. Okay, gut, ja, wunderbar. Es dürfen uns nur noch Zuschauer finden, aber wir sind in der Gruppe auch live. Genau. Universum, lass uns uns finden. Was braucht es dazu? Barrieren runter und ausdehnen. Ja, herzlich willkommen zum Soulmate Live am Sonntagmorgen. So schön, dass du da bist. Sei es jetzt live tatsächlich oder im Replay, wie auch immer. Wir feiern dich, dass du hier zu uns gefunden hast und ja, auch in dir die Botschaft trägst, dir ein freieres Leben zu gestalten. Das haben wir gerade die Woche hier nochmal festgestellt, wie schön es ist, frei leben zu können. Auch wenn wir gerade hier in unserer, in deutschen Landen unterwegs sind. Ja, ich genieße es. Ich genieße es schon, abgesehen von der Temperatur, genieße ich es gerade auch hier in Deutschland zu sein. Und dennoch fehlen mir natürlich Wärme, Sonne, Strand und Meer. Aber kommt ja bald wieder. Aber was ich sagen wollte, unser Sohn, also der Bruder von Madeleine, ist diese Woche nach London geflogen. Und da haben wir so kurzerhand gesagt, wir fahren euch zum Flughafen nach Luxemburg. Und du hattest für den Tag auch so einen eigenen Tag für dich eingeplant, ja, und wolltest eigentlich auch ins Städtle. Und wir waren morgens schon am Fahren, ne? Und dann sagtest du, ja, komm doch mit nach, oder ich sagte, komm doch mit nach Luxemburg. Ja. Und wie schön ist es, so wirklich frei über den Tag bestimmen zu können. Und Madeleine ist dann kurzerhand mit nach Luxemburg, Flughafen. Da war ich, glaube ich, vor 20 Jahren zum letzten Mal in Luxemburg am Flughafen. Warst du schon mal dort? Nee, das erste Mal. Ich glaube noch nie. Ja, ist also so ein total gemütlicher Flughafen. Was ich dort so schön fand, so dass eines der Cafés, was es dort gibt, das hat überhaupt keine so Flughafen-Abfertigungsenergie, sondern so ein bisschen was Exklusives, auch vom Angebot, ja. Haben wir es uns dort erstmal gut gehen lassen, noch einen Kaffee getrunken, noch ein bisschen Kleinigkeit gegessen. Und dann kam die Idee auf, oh, wenn wir ja schon mal in Luxemburg sind, können wir noch ins Städtle fahren. Und jetzt gebe ich auch gerne an dich ab, wie wir da wieder geführt wurden, wo wir da so gelandet sind. Ja, es war so interessant. Wir hatten dann nach einem Parkhaus gesucht. Der Papa ist gefahren und ich hatte dann halt geguckt, okay, wo finden wir dann, oder wo können wir dann die Geschäfte finden, in die wir natürlich auch gerne reingehen möchten. Und hatte dann auch nach Louis Vuitton geschaut, aber habe nicht genau geschaut, wo das jetzt ist. Ich habe nur gesehen, ah, es gibt es da, werden wir schon irgendwie finden. Dann haben wir auch ein Parkhaus gefunden, das übrigens irgendwas mit Le Royal, irgendwie bei diesem Hotel. Beim Hotel Le Royal, da sind wir erstmal vorbeigefahren, ein ganz exklusives Hotel, wo ich gesagt habe, da müssen wir auch mal hin. Wenn wir mal wieder in Luxemburg sind, müssen wir da hin in dieses Hotel. Ja. Ja, genau. So sind wir dann in diesem Parkhaus gewesen und sind dann einfach raus und einfach mal geschaut. Wir hatten dann auch nicht mehr den Eingang von dem Parkhaus gefunden, aber dann auch gedacht, weißt du was, wenn wir zurückkommen, können wir uns darum noch kümmern. Wir werden schon geführt werden. Und dann sind wir so durch die Straßen gegangen, durch die Fußgängerzone und irgendwie war dann der Impuls da, okay, jetzt hier rechts zu gehen. Ja, war aber so, irgendwie jetzt, dann gehen wir ja quasi wieder so in die Richtung zurück, weil wir dann so in U-Form gelaufen sind um die Häuser rum, aber ich dachte so, nee, komm, dann gehen wir lieber da vorne geradeaus, ne? Und dann sind wir aber geradeaus gegangen, ich gucke nach rechts, wo ich ja eigentlich lang gehen wollte
Und dann sehe ich da hinten genau diese Häuserfront, die ich gesehen habe auf dem Bild von Louis Vuitton. Und da wusste ich ganz genau, warum der Impuls, der erste Impuls einfach da war, nach rechts zu gehen. Genau. Und schon waren wir in dieser Straße. Ja. Und warum ist das für dich so wichtig? Warum haben wir das dir heute als Beispiel hier mitgebracht? Aus diesen Dingen habe ich, als ich noch am Arbeitsplatz hockte, im öffentlichen Dienst und wusste, ich will hier raus. Ich war zwar mal stolz auf diese Stelle, aber ich will hier raus. Das ist nun mal das, was wirklich mir entspricht. Ich will freier leben. Aus diesen Dingen habe ich ganz, ganz viel, ich sage immer gerne Rückenstärkung bekommen, wie wir vom Universum geführt, geleitet, gelenkt werden, wenn wir unserer inneren Führung, so wie Madeleine ja dann auch, ich habe zur Madeleine auch gesagt, komm, wir lassen uns führen, folge einfach deinem Impuls, wir folgen dir, so nach dem Motto, ja. Und schon waren wir bei Louis Vuitton, Chanel ist ja absolut mein Stil, Hermes war dort, ne? Also so diese Geschäfte, wo wir eigentlich hin wollten. Und ein paar Stunden vorher wussten wir noch gar nicht, dass wir dorthin wollten. Und schon waren wir dort. Also das ist das eine. Aber was ich dir jetzt noch so als Beispiel dazu mit auf den Weg geben möchte, gerade auch, weil unser Sohn in London gerade ist. Wir waren, wie alt wart ihr da? 12, 14, sowas um den Dreh, als wir in London waren. Also Google Maps, ich weiß nicht, gab es noch nicht oder hatte ich zumindest noch nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich zu Hause schon Blätter ausgedruckt von Restaurants, wo ich gern hin wollte. Also in London gibt es eine wunderbare Rohkostszene, Vegan-Szene und so Cafés und Restaurants, wo ich unbedingt hin wollte. Und eines, das war so auf der absoluten Hitliste, und da weiß ich noch, sind wir morgens los und ich so meine Zettel in der Hand, hier rüber, darüber, darüber, und irgendwie ist es ein bisschen in Stress ausgeartet. Und dann habe ich für mich gedacht, komm, jetzt mach keinen Stress, nur weil du unbedingt dahin willst, für die Familie, auch für die Kinder, ne, unbedingt darüber, darüber, darüber. Habe meine Zettel in den Rucksack gepackt und habe gedacht, komm, lass einfach leiten. Und wir sind dann in der Gegend rumgelaufen, überzogen gesagt in London, durch wunderschöne Viertel auch durch, weiß ich noch, wo so ägyptisches Flair irgendwie war. Und plötzlich stehen wir genau vor dem Restaurant, wo ich hin wollte. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Mir sind die Tränen gelaufen, weil ich so demütig war in dem Moment. Und auch als wir da rein sind, diese Atmosphäre von diesem Restaurant, ihr wart dann euch was holen ans Buffet. Und ich habe erstmal da gehockt und ich konnte es einfach nicht fassen. Ich war so gerührt, so demütig, so im Herzen wirklich berührt, dass ich einfach mal habe Tränen fließen lassen. Das ist eins von ganz, ganz, ganz vielen Beispielen. Da könnte ich jetzt so die nächsten 3 Stunden von erzählen. Wie viel mehr, das ist die Einladung an dich, kannst du dich wirklich leiten lassen von deiner inneren Führung, von dieser inneren Weisheit. Ich nenne das auch gerne so die innere weise Frau, der weise Mann, egal welchen Namen du der Instanz gibst. Du kannst auch höheres Selbst, Seele, Herz, wie auch immer du das nennen möchtest, vom Namen her. Wie viel mehr kannst du dich davon wieder jetzt wirklich beginnen, leiten und führen zu lassen? Und staunen, wie das Leben wohlwollend, das Universum wohlwollend an deiner Seite ist und Türe und Tore sich öffnen. Und das Sinnige war jetzt noch, darauf hast du mich aufmerksam gemacht, abends erst als wir zurück waren, Hotel Le Royal, Luxemburg. Ja. Unser Parkhaus, Royal Hamilton oder so irgendwie hieß das. Vorher am Flughafen Luxemburg, wolltest du die Vogue kaufen oder hast auch die Vogue gekauft? Da war die Queen auf dem Titelbild drauf. Und jetzt kommt die Krönung. Madeleine, da gebe ich mal an dich ab. Sprich mal einen Schluck Tee. Ich habe ein bisschen Froschmalz. Ja, wir hatten ja den ganzen Tag dann mit London und mit königlichen Dingen zu tun, sag ich mal. Da noch in diesen Geschäften ein bisschen uns umsehen und da diese Energie wahrnehmen und dann kommen wir heim. Und ich dachte dann, okay, ich schaue mir jetzt ein bisschen die Vogue an, gucke da ein bisschen durch. Und dann kam auch dieser, Bericht, dieser Beitrag
über die Queen, die ja auf dem Titelbild war. Und ich lese und sehe, ah, die ist auf dem Titelbild, weil sie im April Geburtstag hat. Und wann hat sie Geburtstag? Genau an diesem Tag, als wir in Luxemburg waren. Also am 21. April hat sie Geburtstag. Und diese ganzen Dinge sind passiert. Wir haben uns dem Ganzen so hingegeben. Mhm. Und an diesem Tag hat die Queen Geburtstag. Und das war einfach, das hat einfach das ganze Bild nochmal so abgerundet. Es war einfach so sinnig, da nochmal dann irgendwie diese... Wir waren voll in dieser Energie drin, ohne es zu wissen. Ja. Ja. Voll in dieser, ja, diese königliche, diese... Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, Luxemburg allein hat ja schon eine ganz andere Energie. Und da einzutauchen einfach, wie viel mehr kannst du in diese Energien auch überhaupt eintauchen? Du hast bestimmt schon mal den Satz gehört von mir oder auch von anderen, du bist der Durchschnitt von den 5 Personen, mit denen du dich umgibst. Und du, es hat ja seinen Sinn, dass du hier in unserer Erfolgscommunity bist. Irgendwas hatte ich ja angesprochen, entdecke und lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf. Irgendwas hatte ich ja da irgendwo hingeführt und deshalb, das sind ja Themen in dir drin, wo du sagst, okay, da gibt es Bereiche in meinem Leben, beruflich, privat, gesundheitlich, für mich greift das immer alles ineinander. Das ist nicht so, wie ich es gerne hätte, da willst du Veränderungen haben. Das ist die tiefe innere Stimme in dir. Du würdest gerne zu 100% deine Mission erkennen, deinen Lebensplan, deine Seelenaufgabe klar haben und du würdest auch gerne dem Ruf deiner Seele folgen. Vielleicht hast du bis eben schon Ideen, was es sein könnte, vielleicht hast du auch schon was ausprobiert, aber es hat nicht so funktioniert. Oder das Umfeld hat dir gesagt, damit kannst du kein Geld verdienen oder keine Ahnung, was auch immer das Umfeld bla 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 dir alles so mitgegeben hat. Kennen wir ja alle zur Genüge. Und das ist ja deine Intention, warum du hier bist. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich damit eigentlich sagen wollte. Sich leiten lassen von der inneren Führung. Veränderung. Irgendwas in dir sehnt sich ja nach Veränderung. Genau, es kommt wieder, es kommt wieder. Universum. Ich hatte jetzt ganz, ganz viele Inspirationen gerade. Was ich damit sagen wollte, wie viel mehr kannst du dich von deiner inneren Führung da leiten lassen und auch, genau, jetzt kommt es wieder, mit der Energie hatte ich es. Es ist ja alles eine große Energie. Der Durchschnitt von den 5 Menschen, bist du, von denen du dich umgibst. Und wenn dir jetzt 5 Menschen in deinem Umfeld einfallen, es geht darum, jetzt nicht zu sagen, von euch trenne ich mich, sondern, das wollte ich eben sagen, mehr in die Energie eintauchen von Menschen, von einem Umfeld, wo du hin möchtest. Ich bringe dir ein Beispiel dafür, damit wir den Kopf, den Denker auch jetzt mal mit im Boot haben, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere gedacht hat, Chanel, Louis Vuitton, Hermes und Tiffany und was es da so alles an Marken gibt. Wer braucht denn das? Das ist ja nichts für mich. Ja? Ist ja nicht so, dass mir das bekannt vorkommt oder dass ich Schnappatmung früher bekommen habe, wenn ich da Preise gesehen habe und gedacht habe, um Gottes Willen, wer ist denn so verrückt und gibt denn so viel Geld dafür aus? Ja? Auch Einladung an dich zwischendrin, Klammer auf, Klammer zu. Ich würde dich gerne dazu einladen, dich mal von dem Gedanken zu lösen, was viel Geld ist und was wenig Geld ist. Weil als Kind hatten wir diese Prägung nicht. Wenn wir die Mama gefragt haben, wie schreibt man denn 10, hat die uns gesagt, eine 1 und eine 0. Und wie schreibt man 10.000? Ja, eine 1 und 4 Nullen. Das war einfach eine 1 mit 4 Nullen, nicht mehr. Die Prägung, dass das viel ist, ist alles erst später entstanden. Ja? Als Kind hatten wir die Prägung nicht. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Energie, bevor ich hier zu ausweichend werde. Stell dir vor, ein Raucher möchte aufhören zu rauchen. Und im Umfeld rauchen alle. Wie groß ist die Challenge, die Herausforderung für die Person aufzuhören zu rauchen, solange sie in diesem Umfeld der Raucher drin ist? Begibt diese Person sich mal nur für eine Woche in ein Umfeld von Nichtrauchern. Wie einfach ist es, das Rauchen zu lassen? Weil sie in dieser Energie dann drin ist. In der Nichtraucherenergie. Ich nenne es jetzt mal so. Ansonsten ist sie in der Raucherenergie drin. Das ist ein wunderbares Beispiel.
Und du kannst nicht wissen, oder ich würde dich auch gerne dazu einladen, dich von dem Gedanken zu verabschieden, zu be- und verurteilen, solche Marken braucht man nicht, so viel Geld, das ist nicht meines oder was auch immer. Solange du es überhaupt nicht mal in dieser Energie drin warst, in so einem Geschäft drin warst, mal andere Umkleideräume gesehen hast, wo Platz ist, wo alles sauber ist, wo frei ist, wo du nicht mit drei Teilen in der Gegend rumläufst, dir eine Umkleide suchst, sondern wo du deine Sachen in die Umkleide gebracht kriegst. Und wenn die Hose nicht passt, weil sie zu klein ist, du nicht wieder alles anziehst, wieder draußen in der Gegend rumläufst, sondern jemand für dich da ist und dir die Sachen bringt und solche Dinge. Ja? Also, ja, braucht man das zum Überleben? Natürlich nicht. Aber unser Körper möchte doch verwöhnt werden. Und hierbei geht es einfach um unseren Körper. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, es hat auch was mit Selbstliebe zu tun, auf deinen Körper zu achten, es deinem Körper gut gehen zu lassen. Und das heißt nicht, dass du nur noch diese Dinge tragen darfst oder nur noch solche Dinge einkaufen musst. Ja? Falls der Kopf dir das jetzt vielleicht auch erzählt. Ja, gerade zu dem Thema, brauche ich das überhaupt, ne? Ist es überhaupt jetzt das Thema, irgendwas zu verändern oder so? Gerade auch, weil du das eben angesprochen hast, ne? Du warst stolz da auf diese Stelle damals. So. Vielleicht kommen da auch noch so Gedanken, wie darf ich jetzt überhaupt was verändern? Oder das würde ja heißen, ich bin unzufrieden mit dem. Aber eigentlich muss ich doch zufrieden sein. Vielleicht hast du ja auch schon einen Beruf oder Job gefunden, wo du mal stolz drauf warst oder wo andere dich vielleicht auch drum beneiden. Und jetzt merkst du aber, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Irgendwie, das ist es vielleicht auch nicht mehr. Ne? Vielleicht hat es dich auch mal glücklich gemacht, diesen Beruf auszuüben, aber jetzt kommt mehr und mehr so dieses, ich will was anderes haben. Das ist es jetzt nicht mehr so genau. Darf ich mir es denn erlauben, jetzt was zu verändern, wenn es doch vielleicht viele gibt, die mich drum beneiden? Oder darf ich nach mehr fragen und mehr wollen, wenn es vielleicht sogar viele gibt, die noch weniger haben als du? Und das ist ja dann auch so dieser wunde Punkt, der da getroffen wird, gerade bei solchen Modemarken oder gerade bei diesen Kleidungsstücken, sich sowas zu kaufen oder überhaupt in Erwägung zu ziehen, sich sowas zu kaufen. Darf ich so viel Geld ausgeben? So viel ist ja auch nur eine Bewertung, was viel und was wenig ist. Darf ich das, wenn es anderen vielleicht schlecht geht, gerade im Moment? Ja, du darfst. Und auch noch zu dem Thema, was ist viel und was ist wenig. Ich weiß noch, dass, ich denke, als Kind habe ich das sicher auch gefragt, aber so Kinder fragen ja dann ihre Eltern, Mama, ist 5 viel? Ist 10 viel? Ist 100 viel? Mhm. Und dann kommt die Antwort, 5 ist nicht viel, 100 ist schon viel oder so. Na, irgendwie muss er dann auch irgendwie das erklären, ne? Aber es geht einfach ganz darum, wir haben das so gelernt, aber es gibt weder viel noch wenig, das gibt's nicht. Es ist einfach, du darfst das Ganze so betrachten, es ist einfach. 5 Euro sind 5 Euro, 100 Euro sind 100 Euro und 1 Million Euro sind 1 Million Euro. Es gibt kein viel oder wenig. Und sobald diese Bewertung mal losgelassen wurde, eröffnet das so viel Neues schon wieder. Im universellen Feld ist alles gleichgültig. Gleichgültig und da gibt es kein viel und kein wenig. Und da steht auch nirgendwo geschrieben, dass ausgerechnet du weder in der Akasha-Chronik noch keine Ahnung wo, hinter den 7 Bergen, dass ausgerechnet du es dir nicht erlauben darfst, wirklich selbstbestimmt, frei, mit der Freude, mit der Leichtigkeit und auch mit der Geldenergie, die es einfach dazu braucht, zu leben. Das sind alles die eigenen Beschränkungen. Und im Hinblick auf diese Beschränkungen, heute Morgen sprudelt so viel Information auf einmal zu mir, Universum, bitte ein bisschen langsamer, dass ich da stehe und weiß, was kommt jetzt zuerst, schon gar nicht mehr. Es geht darum, wieder diese Dinge zu entlernen, um es mal so auszudrücken, was wir alles gelernt haben an Bewertungen und an Beurteilungen,
mal wieder zu entlernen, mal wieder loszulassen. Und dieses Ding mit dem Helder-Syndrom, so nenne ich das gerne, ich habe mich auch so oft damit getröstet, Mensch, ich habe so eine tolle Stelle, ich verdiene eigentlich so viel Geld, auch wenn ich nie Geld hatte, wirklich hatte, ein anderes Thema, weil so viele unheilsame Geldglaubenssätze, auch Themen in mir verborgen waren. Da draußen, da gibt es so viele Menschen, die stolz wären auf deine Stelle, da gibt es so viele Menschen, die geht es schlechter als dir, denen würde ich ja gerne helfen und solche Dinge, also dieses Helfersyndrom. Einladung an dich, wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, wenn du dir erlaubst, es dir wirklich richtig rundum gut gehen zu lassen, mit all dem, ohne Begrenzung, ohne Be- und Verurteilung, was für dich dazugehört, auch in anderen Mengen Geld zu dir fließen zu lassen. Geldenergie, es ist ja alles eine Form von Energie, damit du überläufst und auch weiter fließen lassen kannst. Wann kannst du ein Beitrag für die Menschen sein, die du da draußen in der Welt, gerade jetzt, weil da draußen ist immer was los, wo du sagst, wow, die armen Menschen, was auch immer, wenn du dir erlaubst, vorzugehen, wie sehr, wie viel mehr kannst du genau der Beitrag dann da draußen für die Welt sein, für die Menschen, für die Natur, für Projekte, für keine Ahnung was, was dir als Helfersyndrom am Herzen liegt. Weil solange du nur denkst, ja, ich würde ja gerne, kann aber nicht, hilfst du weder dir, noch bist du das Vorbild für deine Kinder, für die Familie, was du eigentlich sein möchtest. Warum erwähne ich das? Weil ich habe irgendwann gemerkt, ich will denen ein anderes Vorbild sein, ich will denen was anderes mit auf den Weg geben. Das war meine Motivation, auch damals zu gehen, mit allen Ängsten und Themen, die mich daran hindern wollten, dass ich die Familie auseinanderhole und keine Ahnung, was auch immer. Du darfst vorgehen. Und da gibt es eine wunderbare Übung, die ich dir gerne mit auf den Weg gebe. Vervollständige mal und sei bitte mal radikal ehrlich für dich selbst. Weil damit kommst du an deine Themen, an deine Blockaden ran, die dich bis eben daran hindern, wirklich durchzustarten. Das geht jetzt nicht, weil. Vervollständige mal diesen Satz. Was auch immer da kommt. Das geht jetzt nicht, weil. Dann bist du an dem Thema dran, dass du größer stellst als dich, dem du die Macht über dich gibst. Und dann darfst du die Entscheidung treffen. Du darfst wählen. Gib ich diesem Thema, oder wahrscheinlich sind es 2, 3 Themen, weiterhin die Macht über mich? Du hast die Wahl. Und dann sagt das Universum, okay, könntest auch was anderes wählen, aber wir liefern das dann halt. Weil das Universum, Aussage von Madeleine, sagt immer, ja. Wenn du ins Restaurant gehst und bestellst Spaghetti Bolognese, gehe ich mal von aus, hast du noch nicht anders erlebt, sagt der Kellner, okay. Auch wenn er vielleicht denkt, boah, wir haben so leckere andere Gerichte hier auf der Speisekarte, warum holt ihr ausgerechnet Spaghetti Bolognese? Aber okay, liefern wir, dann bestellt. Genauso ist es mit dem Universum. Sei da mal radikal ehrlich zu dir. Vervollständige den Satz, das geht jetzt nicht, weil. Auch im Hinblick auf die Unterstützung, Madeleine hat gestern, vorgestern, glaube ich, so einen tollen Post hier in unserer Community gemacht, wo es auch darum geht, was wir im Soulmate Live gemeinsam mit dir erwirken, ich sage wirklich erwirken, weil du wirst in deine Selbstliebe, in deine Selbstverwirklichung kommen, und das ist, ich wirke, in die Selbstliebe kommen, du wirst dir damit ja auch dein Soulmate Life, dein eigenes freies Leben gestalten. Du wirst von uns, das fällt mir jetzt gerade ein, weil gerade am Freitag eine neue Soulmate Life zu mir sagte, wie, du machst das auch noch selbst, was ich ihr dann so weitergegeben habe. Ja, natürlich. Ich gebe nur Dinge weiter, bin ja jetzt seit 18 Jahren in der Richtung schon unterwegs, ich gebe nur Dinge weiter,
die mir geholfen haben, auch das freie Leben zu gestalten, das ich haben möchte. Du wirst von uns, von mir, niemals hier nur aus der Theorie, was ich irgendwo mal gelesen habe und gedacht habe, ja, gut, hört sich gut an, sondern nur Dinge bekommst du anhand, wie ein Kuchenrezept, das du nur umsetzen brauchst und die entsprechenden anderen Resultate erzielst. Und wo ich früher ganz lange unterwegs war, also ich habe vor 18 Jahren die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, hieß das damals ja gegründet, mit klassischen Praxisräumen und so, weil online, das war ja, ich habe mich ja sowas von gewehrt, überhaupt einen Computer nach Hause zu holen, kann ich mich noch dran erinnern. Und habe ganz viele da draußen beobachtet und habe gedacht, okay, dann mache ich das nach, dann probiere ich das so, ich probiere das erstmal alleine, Bücher gekauft. Bücher geklaut. Nee, geklaut habe ich es nicht, ich habe es gekauft. Ich habe vieles auch aus ökologischen Gründen gebraucht gekauft. eBay war damals so eine Plattform für mich. Und habe da vieles so versucht, eigenständig nachzumachen. Und das hat mir gerade die Woche auch einer erzählt, dass es jetzt leid ist, es erstmal alleine zu versuchen, weil das genau ihr Weg, wie bei mir früher auch mal war, bis eben, wo sie sich jetzt dazu entschieden hat, auch mit uns hier ihr Soulmate Life zu erschaffen. Und dass sie immer wieder gemerkt hat, dass sie am gleichen Punkt wieder ankommt. Darf ich dich dazu einladen, auch mal radikal ehrlich zu dir zu sein? Wie oft, und da spreche ich jetzt auch von meinem früheren Leben, hast du schon einen Lichtblick gehabt und gedacht, ja, jetzt habe ich es, ja, jetzt habe ich es. Ah, da ist noch dieses eine Buch, da ist die Anleitung drin, die 5 Schritte. Ja, genau, jetzt habe ich es. Das mache ich jetzt und dann klappt es. Jetzt mache ich noch die Ausbildung und dann habe ich es. Ich war jahrelang in der Richtung unterwegs und so ging es dieser einen wunderbaren Soulmate Life Akademikerin auch, die sich jetzt dann dazu entschieden hat, wirklich zu springen, sich begleiten zu lassen. Wir sind in unseren Mustern und Prägungen, und das sind ja wie beim Eisberg, das meiste liegt im Unbewussten verborgen. Das ist der Grund, warum wir es einfach alleine nicht schaffen, ist einschließlich ich selbst, ich habe bis heute Mentoren an meiner Seite, Madeleine ja auch, teilweise gleiche, teilweise unterschiedliche, warum wir das alleine nicht schaffen. Jetzt hole ich früher mal noch deinen Denker, den Kopf mit ins Boot. Beispiel, du würdest gerne lernen, Tennis zu spielen. Bei mir kommen da immer noch Steffi Graf und Boris Becker, je nach Altersdurchschnitt kannst dich an die bestimmt noch erinnern. Also Boris Becker und sagen dir auch schon noch was. Ja? So, du würdest das gerne lernen, weil ich fand das früher immer toll, wie die so gespielt haben, sah immer alles so leicht aus und. Als ich dann zum ersten Mal Tennisunterricht hatte, wusste ich, oh, das schaut ja so leicht aus, aber da Aufschlag, alles hinzukriegen, alles zu koordinieren, die Energie dazu, das Training, alles zu haben, das ist ja in der Praxis, schaut das ja mal ein bisschen anders aus. Und ich hätte keine Ahnung, wie viele Spiele noch von Tennis, von Steffi Graf mehr angucken können, wie die das macht mit dem Aufschlag. Aber ohne Trainer hätte ich es doch nicht hinbekommen. No chance. Auch mit dem Lesen von noch 1000 Büchern, wie man Tennis spielt. No chance. Mit dem Zugucken, mit Videos angucken. Keine Chance. Es braucht jemand an der Seite, der einem das zeigt. So. Und jetzt setzen wir noch eins oben drauf. Ich möchte dich wirklich mal wachrütteln heute. Um mal dich wirklich zu animieren, wirklich mal in das Leben durchzustarten, wo du hin möchtest. Weil es hat ja seinen Grund, dass du hier bist. Wenn ich jetzt in einer gewissen Liga spielen möchte, als Steffi Graf, die hat ja als Kind dann irgendwann mal angefangen und wollte in eine andere Liga, wollte damit ihren Traum verwirklichen, dann hat sie
nicht weiter mit Trainern aus, keine Ahnung, der Bezirksliga gearbeitet, sondern hat sich Trainer geholt, die in der Liga waren, wo sie hin wollte, weil alles andere, no chance. Das heißt, mit anderen Worten, dem Thema bin ich auch schon aufgesessen, so Menschen in meinem Umfeld damals, wo ich dachte, okay, die sind ja so auf dem gleichen Level wie ich, die haben ähnliche Ausbildungen, Weiterbildung, die wollen auch weiter, die haben jetzt noch Wissen, was ich nicht habe, und die an meine Seite zu holen, um mir helfen zu lassen, um frei zu leben. No chance, weil die waren ja letzten Endes in ihren eigenen Themen genauso gefangen wie ich. Ich kann mich erinnern, als ich mal in Therapie auch war, wo ich auch gedacht habe, bin ich hier im falschen Film, was will der mir erzählen? Da wusste ich noch von vielem nicht, was ich heute weiß. Aber ich habe so instinktiv gedacht, dieser Therapeut, die Therapeutin, die haben ja selbst ihren 9-to-5-Job und sind im Hamsterrad gefangen. Wie wollen die mir jetzt eigentlich erzählen, wie ich frei lebe, wenn sie selbst da drin gefangen sind? Ja, das war zu Phasen, wo ich tatsächlich mit Depression und Burnout einfach, den Begriff Burnout gab es damals nicht, im Nachhinein hätte man mir Burnout diagnostiziert, aber das war so eine Stimme in mir drin, wo ich dachte, das läuft schief, das kann nicht sein, was mache ich hier? Damals hat es mir über die Runden geholfen, also überhaupt quasi, ja, einfach da zu bleiben überhaupt, sag ich mal. Ich will das jetzt nicht in Frage stellen, ich will dich nur damit auch mal dazu einladen, dich von dem Gedanken zu lösen, dass dein Umfeld, jemand, der irgendwie schon mal ein bisschen was gemacht hat, dir da auch weiterhelfen kann. Wenn du in eine andere Liga willst, dann darfst du dir Menschen an deine Seite holen, die das Leben schon leben, wie du es gerne hättest. Auch wenn es da jetzt noch Bereiche gibt, wo du sagst, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Du kannst es nicht beurteilen, solange du nicht weißt, wie es ist, im Maserati zu hocken, solange du ihn noch nicht mal gefahren hast, zum Beispiel, oder ein Porsche, oder was auch immer. Ja. Zum Thema, ich mache das alleine, kommt mir auch noch so, vielleicht hast du ja auch schon so Momente gehabt, wo du gemerkt hast, da ist jetzt gerade eine große Veränderung, ne? Und da spürst du gerade, da verändert sich gerade viel und ich merke, das macht jetzt was, ne? Da wird jetzt, es wird sich einfach alles ändern, weil jetzt gerade die Erkenntnis kam oder weil jetzt gerade irgendwie so eine besondere Erfahrung kam, mit der du ganz anders umgegangen bist, als du es früher getan hättest. Und du merkst, jetzt ist was anders. Und dann trotzdem, nach einer Weile, fühlst du dich, du bist irgendwie wieder trotzdem am selben Punkt wie vorher. Du bist trotzdem wieder, landest trotzdem wieder im Hamsterrad oder trotzdem kommen wieder so Situationen und du denkst dann, ich habe doch gedacht, es ist was anderes jetzt. Und dann kommt wieder eine Erkenntnis, und jetzt ist es aber wirklich anders, ne? Und dann kommst du langsam wieder zurück zu dem Punkt von vorher. Und das ist auch damit gemeint, weil klar, man hat dann so Momente, wo man glaubt, ja, ich kann das jetzt alleine, ne? Ich habe jetzt die Erkenntnis oder ich habe jetzt dieses Buch hier und das wird mir dabei helfen. Also wenn ich das gelesen habe, ne, dann ist alles anders. Ja. So. Ich will das gar nicht ausschließen. Nur schau mal zurück in deinem Leben, ob du dich auch an solche Situationen erinnerst, wo du gedacht hast, oh, jetzt ist alles anders. Und trotzdem kommst du wieder an den gleichen Punkt. Und trotzdem geht es irgendwie voran. Und genau dafür gibt es Coaches. Genau dafür bieten auch wir unsere Begleitung an. Einfach für diesen Sprung, für diese Veränderung und die dann auch zu leben und zu halten. Deswegen sind es ja auch 8 Monate, weil wir die Grundlage das Fundament legen und daraus alles aufzubauen, damit du dann auch weitergehen kannst. Und spätestens nach den 8 Monaten hast du alles an Hand, wenn du dann nicht noch verlängern möchtest, hast du alles an Hand, um da erstmal auf diesem Level zumindest zu bleiben. Klar, wenn du dann auf einem gewissen Level bist, gibt es immer noch Wachstum und dann darf man immer noch weitergehen.
Und da kann man ja immer noch weiter über Möglichkeiten sprechen, aber im Soulmate Life, in dem, ja, ich sag mal, Basisprogramm, da geht es jetzt erstmal darum, diese Grundlage zu schaffen, den Seelenplan, tatsächlich deinen individuellen persönlichen Seelenplan zu entdecken und daraus deinen Seelenberuf zu kreieren, ganz genauso wie es in der Gruppe ja auch heißt. Also so wie ich das, du hast den Post erwähnt, den ich die Woche gemacht habe, da habe ich geschrieben, wie beim Bau von einem Hochhaus. Also erstmal das Fundament schaffen, den Seelenplan, und dann daraus eben Stein für Stein was aufzubauen, damit du vorankommst, damit du diese, ja, dir das Ganze schön aufbaust und in 8 Monaten das Ganze auch in dein Leben so schön integrieren kannst. Du wirst auch in den 8 Monaten, also nach den 8 Monaten, definitiv deine eigene Community aufgebaut haben. Eine Community in einer Größenordnung, wie du es dir bis jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen kannst. Das definitiv, also du wirst da Resultate erzielen. Mit den vielen Büchern ist mir gerade noch so von unserer Wohnung von früher, vom Haus, mein Bücherregal in den Sinn gekommen, wo ich, keine Ahnung, eine Wand voller Bücher hatte, und zwar tatsächlich in 2 Reihen hintereinander. So viel Wissen habe ich mir angeeignet. Vielleicht findest du dich ja da auch wieder, dass du dir endlich viel Wissen angeeignet hast und trotzdem nicht wirklich ja, damit alleine durchstarten konntest. Und wie wäre der Gedanke, darf ich dich dem Gedanken öffnen, dass jegliches Wissen, was du brauchst, in dir verborgen ist? Das ist auch eine Prägung, die wir aus der Schulzeit haben. Immer noch Wissen, 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 Wissen aneignen. Es ist alles in dir verborgen, was du brauchst, um durchzustarten. Es ist lediglich eine Entscheidung, durchzustarten. Und jetzt würde ich mal ein Hallo gerne an die Anja sagen, an meinen Schatz, an deinen Papa. Und an die Ulrike ist auch mit dabei, die Heike ist mit dabei. Wie schön, euch sehe ich gerade. Wir haben mehr Zuschauer, aber ihr outet euch gerade. Die Anja hat so schön geschrieben, ich gebe dem Geld die Macht. Ja, danke für die Offenheit, Anja. Und ich kann es so gut verstehen. Ich weiß nicht, ich hatte 2014, 2013, muss das so das erste Mal gewesen sein, zum ersten Mal tatsächlich mit jemandem ein Gespräch, die mir eine Begleitung angeboten hatte, damals für 20.000. Ich habe mich nicht getraut zu sprengen. Ich habe mich nicht getraut zu sprengen. Habe dann erst auch mal wieder alleine weitergemacht, so Runden gedreht, ne? Kriegst ja auch irgendwie alleine hin und. Habe es natürlich nicht geschafft. Und habe dann später auch investiert in mich, in Summen, wo ich gedacht habe, für die Größenordnung kaufe ich mir noch nicht mal irgendwie eine Eigentumswohnung. Hätte ich mich aber nicht getraut, diesen Schritt zu gehen und in diesen Höhen in mich zu investieren, mich in die Energie von den Menschen hineinzubegeben, die dort waren, wo ich hin wollte, und vor allem die Entscheidung getroffen, ich gehe da jetzt durch. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich tatsächlich für 6 Monate 65.000 investiert hatte. Das Geld hatte ich auch nicht einfach so bar auf dem Konto rumliegen. Aber ich hatte bis dahin gelernt, wenn ich mich für etwas entscheide und sage, ja, ich mache das jetzt, habe eine Anzahlung leisten können, dann wird das Universum in Bewegung kommen, allein schon, weil ich mich in die Energie von den Menschen begebe, weil ich ja die Anleitung bekomme, wie ich da jetzt weiterkomme, dass alles Weitere zu mir fließt. So bin ich da jedes Mal durchgegangen. War's mir übel bei solchen Entscheidungen? Ja, definitiv. Ich war erstmal auf der Toilette eine Weile. Aber das Universum ist auch so auf erstaunliche Art und Weise immer in Bewegung gekommen, was ich vorher nie vom Kopf her hätte kreieren können. Und
Anja, wunderbar, dass du erkannt hast, dass du dem Geld die Macht über dich gibst. Und jetzt darfst du neu wählen. Wie hättest du es gerne? Schranke weiter zulassen, dem Geld oder andere, die hier zuhören, die dem Geld die Macht über sich geben, dem Partner oder andere Dinge im Außen, Familie, keine Ahnung welche Gegebenheiten. Oder auch, höre ich auch manchmal, ich muss mich jetzt erst um meine Gesundheit kümmern und dann. Unsere Seele, unser Herz, die sind so kreativ. Je länger wir die Botschaften von ihnen missachten, weil man uns das nicht beigebracht hat, gibt es das schöne Sprichwort, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht, damit ist der Mensch gemeint. Die Seele schickt uns erstmal Botschaften in Form von Gefühlen, so eine ganz leise Sprache da. Und je mehr wir die missachten, dann kommen erst die körperlichen Signale dazu. Weil die Seele den Körper zu Hilfe nimmt, um uns darauf aufmerksam zu machen, waren bei mir auch ganz viele körperliche Signale. Hey, korrigier deinen Weg. Begib dich auf deinen Herzensweg. Das ist eines. Und das andere ist, jedes Krankheitssymptom, ich nenne das lieber Disharmonie, weil es ist irgendwas nicht im Körper in Harmonie, ist nichts anderes, letzten Endes, um es mal ganz runterzubrechen, ein Energiemangel. Weil wir viele Dinge machen, die nicht unserem wahren Selbst entsprechen, wo wir mehr Energie verlieren, als wir gewinnen. Und bis der Körper wirklich mal Reaktionen zeigt, leg mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, es sind so etwa 70%, wo wir schon mehr Energie verlieren, als wir tagtäglich gewinnen, bis der Körper überhaupt mal Disharmonien zeigt. Und ich weiß, diese Entscheidungen, das ist eine Challenge, aber so lange kommen wir nicht weiter. Es ist noch eine zweite Sache, die da mit reinspielt. Unser Stammhirn will einfach keine Veränderung. Es will einfach gewohntes Terrain. Kommt noch aus Zeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Und das ist dann auch so eine feine, subtile Stimme, die sagt, nee, das machen wir nicht. Das ist viel zu riskant, da besteht Lebensgefahr, da habe ich keine Referenzpunkte, ich weiß nicht, was da auf mich wartet, da besteht Todesangst und keine Ahnung was, da lande ich unter der Brücke. Hat mein Hirn mir auch erzählt. Du landest ja noch irgendwann unter der Brücke und wirst zur Hartz-IV-Empfängerin. Also bitte wisse das. Das ist auch damit gemeint, was du auch wahrscheinlich schon mal gehört hast, hinter der größten Angst steckt dein größtes Potenzial. Und noch was anderes, Anja, wenn ich eine Sache anfange, wird mir immer schnell langweilig, auch wenn die Sache erfolgreich ist. Ja, herzlich willkommen in unserem Universum hier. Du und ihr alle anderen, ihr gehört zu den Menschen, die einfach ganz viele Talente haben, viele Fähigkeiten, viele Interessen, viele Begabungen, viele Stärken, ganz viel Potenzial. Ihr gehört nicht zu den Menschen, die so ein einziges haben, die du von draußen kennst, die schreiben mal ein Buch und damit starten die durch. Du gehörst zu den 10% der Menschen, die ganz vielseitig interessiert sind. Und gerade das ist auch das Ding, warum wir es alleine dann nicht schaffen, unter anderem. Weil es darum geht, den absoluten Kern wie bei einer Zwiebel herauszufinden. Was ist das eine Ding, Anja und ihr alle, was dich wirklich ausmacht? Und dann all die Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, Interessen, Ausbildungen, Dinge, die dich ausmachen, die dir bis eben schon bewusst sind und auch Dinge, die wir gemeinsam erst noch herausfinden, zu einem wunderbaren Ganzen zusammenzufügen, sodass es dir nicht langweilig wird, weil du gehörst auch zu den 10% der Menschen, wenn es uns langweilig wird, dann kreieren wir uns Mist, dann kreieren wir uns Probleme, damit wir wieder was zu tun haben, damit es uns nicht langweilig ist. Das klingt ein bisschen spooky, aber es ist so. Ja? Das ist die Grundlage, von der ich eben geredet habe. Das ist die Grundlage, die geschaffen wird. Und mal all das, was da so
in deinem Kopf, in deinem Herzen so zusammenschwirrt, irgendwie noch so ungreifbare Masse, das zu formen und daraus eben diesen Seelenplan eben zu schaffen, ne? Das ist die Grundlage, das ist genau das, was ganz am Anfang steht, und daraus das aufzubauen. Und dann ist dieses Thema mit, ja, dann wird mir langweilig, weil du ja da alles geballt hast, um damit hochzugehen, durchzustarten. Und die Heike fragt noch online am Anfang, du stehst anscheinend am Anfang von deinem Online-Business, kann ich bei dir auch lernen, wie ich Webseiten, Landing-Pages und Sales-Pages mache? Ja, kannst du. Nein, brauchst du nicht. Wie wäre es, wenn es einfacher wäre? Also ich selbst habe vor 18 Jahren ja auch noch mit Webseite angefangen. Das war damals auch eine Zeit, wo das wunderbar funktioniert hat. Webseite, ein bisschen SEO-Marketing gemacht, in Google verschiedene Plattformen eingetragen, 300 € im Monat in Google AdWords investiert und daraus habe ich Kunden gewonnen. Hat wunderbar funktioniert. Wie viele Millionen Webseiten gibt es heute? Und vergleichsweise, nur mal um dir was mit auf den Weg zu geben, was ich damals 300 € an Google AdWords investiert hatte, um Kunden zu gewinnen, was funktioniert hat, vergleichsweise Google AdWords, kannst du heute mal locker im fünfstelligen Bereich im Monat investieren, damit jemand deine Webseite findet. Und wer kauft heute schon etwas von Webseiten? Das Ding funktioniert heute nimmer. Und dennoch, wenn wir jetzt auf so mit Live zurückkommen, da wird es auch eine Plattform geben, da wird auch eine Webseite mit dabei sein, die aber ganz genau auf dich abgestimmt ist, wo jeder, der da drauf findet, und das werden wir auch gemeinsam integrieren, sagt ja. In diese Energie, in die Community von der Heike, in dem Beispiel oder von der Anja oder von der Ulrike, da muss ich rein. Und da steht als Basis das Fundament, was Madeleine eben genannt hat. Dass wir erstmal das Fundament setzen. Was macht dich denn wirklich im Kern aus, was ich gerne als Seelenplan bezeichne? Lebensaufgabe, was ist wirklich deine Mission? Was ist wirklich der wahre Sinn deines Lebens hier? Und dann alles zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügen. Das ist die Magie dahinter, die du vielleicht bei uns oder bei anderen da draußen beobachtest und denkst, wie machen die das? Da ist ein System dahinter, eine Struktur, aber nicht ein System, was über dich gestülpt wird, weil über uns gestülpt wurde schon genug und wird immer noch genug versucht, über uns zu stülpen, anderes Thema, sondern ganz im Detail auf dich abgestimmt. Das ist das, warum es auch nicht alleine funktioniert, weil die Strategie und das System dahinter, das muss auf dich abgestimmt sein. Bring da immer gern so das Beispiel mit dem Lichtschalter. Wenn ich da drauf drücke und da ist es Licht, da verbirgt sich da ja auch ein System dahinter, damit die Lampe angeht. Und das darf ganz fein auf dich abgestimmt sein. Mein klassisches Beispiel ist jemand hier aus dem Hindukusch. Der sieht, wow, die haben hier ja elektrisches Licht, die drücken da auf den Schalter und da ist die Bude hell. Hole ich mir mit in meine Hütte. Und dann kauft er sich im Geschäft so einen Schalter, kommt zurück in die Hütte und macht diesen Schalter an die Wand und drückt drauf. Und was passiert? Nix. Warum? Weil er das System dahinter nicht erkannt hat. Kann nichts passieren. Ja? Anja, Heike. Ulrike, ihr Lieben, ergibt das Sinn? Ich habe auch gerade so, ich spüre da ist so ein bisschen Technik. Ich bin jetzt so mit Webseiten, also ja, die wollen noch eine Webseite machen und so, aber da bin ich nicht so gut drin. Da kann ich schon mal gerade direkt beruhigen. Das ist alles quasi schon, es wird dir erstens alles an die Hand gegeben, wie das Ganze funktioniert. Du wirst es auch verstehen und es ist wirklich gar nicht so
schwer, wie man glaubt oder wie man vielleicht erwartet. Und außerdem bieten wir ja dafür alles schon, du sagst immer so schön, auf dem Silbertablett. Ja. Ne? Wir bieten dir alles an, es ist alles da. Auch also das Technische, sowie, wie sag ich, die Tools für das Mentale. Es ist alles da, wir bieten dir alles, es ist ja alles auf dem Silbertablett für dich. Das Einzige ist, du darfst es umsetzen. Und dann ist es aber auch nicht schwer, weil wir stehen dir ja zur Seite. Das ist ja... Da wollte ich gerade sagen, also da hast du uns auch an deiner Backe, ganz regelmäßig und ganz individuell. Du kannst uns da nicht entweichen. Die Anja hat noch geschrieben, gesund bin ich schon seit Jahren und dafür bin ich sehr dankbar, doch die Geldenergie, die Veränderung ist mein Problem. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich habe schon so vieles verändert, bin schon so sehr meinem Herzen gefolgt, ob ich das mit der Geldenergie in dem Leben hier hinkriege, da habe ich phasenweise dran gezweifelt. Deshalb bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass es geht. Und da waren so diese entscheidenden Momente, wo ich wirklich das erkannt habe, so wie du das ja jetzt auch erkannt hast, sei es heute Morgen oder vielleicht ist es dir schon länger bewusst, dass du dem Geld, und du bist da nicht die Einzige, sind viele hier in unserer Community, die dem Geld die Macht über sich geben, die Geschichte erzählen, ich kann es jetzt nicht, weil ich kann mir kein Geld besorgen, ich traue mich nicht in mich zu investieren. Ich habe ja schon so viel in mich investiert. Das ist auch etwas, wo ich dachte, jetzt habe ich das investiert, jetzt läuft. Dann habe ich das investiert, jetzt läuft. Dann habe ich das investiert, jetzt läuft. Da sind wir wieder an dem Punkt, wie der Name es so schön sagt, ein Investment holt man immer 10-fach, 100-fach, 1000-fach, millionenfach zurück. Das ist der eine Punkt. Jeder da draußen, den du als reich bezeichnest, wo du sagst, wow, der oder die haben viel Geld oder was auch immer, kann ich dir sagen, die sind immer dabei zu investieren in sich, weil Geld, hol mal das liebe Geld, Geld zusammenzuhalten, zu sparen, wie wir es ja auch gelernt haben, damit wir was auf der hohen Kanten haben, damit wir Geld sparen für den Notfall, was auch immer. Was bestellen wir denn damit beim Universum? Notfälle, Notsituationen. Es geht jetzt nicht drum, mir fällt gerade Karl Lagerfeld ein, der gesagt hat, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Es geht nicht darum, sich zu verschulden und ganz, ganz viel Geld auszugeben, über die eigenen, wie sagt man so schön, Verhältnisse zu leben. Weil wie viel Prozent der Menschen leben tatsächlich über ihre eigenen Verhältnisse und machen tatsächlich Schulden, kaufen Sachen auf Rate, auf Pump, auf Leasing. Es ist normal, ein Haus zu kaufen und 30 Jahre abzubezahlen. Es ist normal, ein Auto zu kaufen, zu leasen und, keine Ahnung, 5-6 Jahre abzubezahlen. Und ich fahre mit dem Auto vom Hof und habe, keine Ahnung, mir einen Kredit aufgenommen für 15.000, fahre mit dem Auto vom Hof die ersten Kilometer und habe schon 3.000 Euro verloren. Das ist Schulden machen. Das ist so normal in unserem Zeitalter jetzt, dafür Geld auszugeben, Schulden zu machen. Aber es ist so wenig normal, in sich, in die eigene Persönlichkeit zu investieren. Ich habe gerade aktuell kein eigenes Auto, aber ich weiß, wenn ich mir ein Auto jetzt kaufe, dann werde ich das nicht auf Raten zahlen. Dann werde ich das Geld im Köfferchen, mir vielleicht einen Spaß draus machen, es bar mit hinnehmen oder es halt einfach überweisen. Warum? Weil ich mir einfach erlaubt habe, auch die Geldenergie dann in mein Leben fließen zu lassen, die es dazu braucht. Was wäre, wenn das mal eine normale Denkweise für dich wäre? Konnte ich mir vor vielen Jahren überhaupt nicht vorstellen, mehrere Konten zu haben, geschweige denn, ich konnte mir gar nicht vorstellen, ein einziges Konto zu haben, das immer im Plus ist. Mein Gott, wie soll denn das gehen? Also, nur damit du mal spürst, aus welcher Ecke ich komme, kommt das an, als Rückenstärkung.
Du darfst dich, für deinen Weg entscheiden und das Universum kommt in Bewegung. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn jemand, der mir am Herzen liegt, ein Mensch, eine Diagnose bekäme und irgendeine Therapie, eine lebensrettende Therapie braucht, nehmen wir mal das Beispiel, die Therapie kostet 50.000 Euro. Ich hätte doch dann nicht gesagt, sorry, tut mir leid, ich kann dein Leben nicht retten, ich habe keine 50.000 Euro für die Therapie. Ich hätte doch Gott in die Welt zusammengerufen, keine Ahnung, ich hätte meinen Hintern zusammengekniffen, meine Beine in die Hand genommen, wäre losgerannt, diese 50.000 Euro mir irgendwie zu besorgen, um dieses Leben zu retten. Das war ein Augenöffner für mich. Für mich zu gehen und mir zu sagen, hey, ich rette jetzt mein eigenes Leben, meinen eigenen süßen Popo und auch das von der Familie, um da ein anderes Vorbild zu sein. Und hör auf, andere Menschen, Situationen, Institutionen und auch dem Geld die Macht über mich zu geben. Und du bist nicht dieser Körper, du bist ein unendlich großes Wesen, ein Energiewesen. Wer oder was kann Macht über dich haben? Es sei denn, du lässt es zu. Wer ist die mächtigste Person, wer ist das mächtigste Wesen in deinem Leben? Es sei denn, du triffst die interessante Wahl, dass du es zulässt. Schau mal hinter diesen Schleier, schau mal hinter diesen Vorhang. Da wartet das Leben auf dich, das freie Leben, du darfst gehen. Und ja, sich dafür zu entscheiden, ist die Challenge. Wie viel freier und leichter und einfacher kannst du es dir damit machen? Habe ich mir auch irgendwann gesagt. Ich habe es mir in meinem Schlamassel da zwar gemütlich gemacht, ich finde zwar das meiste davon nicht gerade so prickelnd, aber irgendwie habe ich es mir gemütlich gemacht. Aber ich wollte da raus und habe mir dann auch gedacht, entweder ist jetzt dein ganzes Leben anstrengend oder es ist mal kurzzeitig anstrengend, da rauszugehen, dich zu entscheiden. Für dich, für dein Herz, für deine Seele und die Komfortzone zu verlassen und durchzustarten. Die beste Entscheidung, die ich treffen konnte und auch die schwierigste. Erlaub dir, die Schranke aufzumachen. Erlaub dir, die Erkenntnisse, die du heute Morgen nochmal bekommen hast, wirklich so aufzunehmen und durchzustarten. Du tust es für dich, du tust es für deine Familie, du tust es für die Welt da draußen, du kannst dann wirklich der Beitrag sein, der du sein möchtest. Einer meiner Mentoren, als ich so am Anfang stand, hat mal zu mir gesagt, weil ich so wenig Mut hatte, da wirklich rauszugehen, wenn du jetzt nicht rausgehst mit dem, was dich ausmacht, man könnte es als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Und so ist das bei dir auch. Da ist so viel Potenzial, so viel Gaben, so viel Stärken, so viel Einzigartigkeit in dir verborgen. Es gibt und gab dich, gibt jetzt und gab nur ein einziges Mal in diesem Universum. Es gibt dich kein zweites Mal. Nirgendwo. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, das zu erkennen? Und wie viel mehr an Energie, Kraft und Stärke ist in dir verborgen, als du es dir bis eben eingestehst. Ja. Ich glaube, du hast schon jetzt alles gesagt. Das Einzige, was mir noch so kam, ist, falls es sich für dich irgendwie mal anstrengend anfühlt oder ständig anstrengend anfühlt, immer diesen Weg zu gehen und es ist einfach irgendwie so eine Schwere mit dabei. Kannst du dir das so vorstellen, dass wenn man dann anfängt, das kann dann anstrengend werden und dann hat man irgendwie so, wie ich eben gesagt habe, wie so eine Erkenntnis, oh, und dann kriege ich das hin, aber man integriert es nicht und dann
sinkt die Energie wieder ab. Und dann ist es wieder anstrengend und dann muss ich wieder da hochgehen. Und dann habe ich aber wieder eine Erkenntnis, aber integriere sie schon wieder nicht und dann geht es schon wieder runter. Und was ist, wenn du dich einfach mal, ich sag mal, einmal richtig anstrengst, einmal richtig gehst und dann schaffst du es auf dieses Level und dann integrierst du das und es bleibt da oben. Ich will jetzt nicht hier, ne? Es bleibt da oben und es sinkt nicht nochmal ab, sondern natürlich ist das anstrengend, wenn wir wieder hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann geht es wieder runter. Natürlich ist das anstrengend. Aber was ist, wenn wir uns einmal nur richtig ins Zeug legen dürfen, um dann die Energie zu halten? Mhm. Ne? Genau, genau. Sehr gutes Beispiel noch zum Abschluss. Also, für deinen Kopf, ihr Lieben, es gibt doch die Möglichkeit, mit uns zu sprechen, über deine Möglichkeiten. Du musst dich dafür nicht entscheiden, direkt, und wir werden uns auch nicht direkt für dich entscheiden, sondern trag dich doch einfach mal ein, dass du mehr mal erfährst, Soulmate Live, wie genau das auf dich abgestimmt werden kann. Ich poste dir gleich den Link rein. Und dann sprechen wir erstmal am Telefon so 15, 20 Minuten miteinander. Schau mal, wo du stehst, wo du hin möchtest. Schau mal so im persönlichen Gespräch, ob das passt. Und dann treffen wir uns mal auf Zoom, wo wir uns persönlich sehen, da über Details sprechen und dann auch wirklich im Detail über das Angebot sprechen, wie genau wir dich unterstützen können. Und dann entscheiden wir. That's it. Was hat dich bis eben daran gehindert, dich da überhaupt mal schlau zu machen? Wie genau? Ja? So, und die Schranken hast du jetzt schon mal erkannt heute Morgen hier. Dieses Weil, warum du es bis eben noch nicht gemacht hast und noch nicht durchstarten konntest. Und jetzt machen wir gemeinsam die Schranke auf. Ihr Lieben, in diesem Sinne, wir starten jetzt in unseren Sonntagsbrunch. Yes. Ich freue mich. Also, wenn man es laut hier gehört hätte, hätte man schon mal gehört, wie unsere Mägen geknurrt haben, gell? Ja. So zwischendurch. Okay, ihr Lieben, habt noch einen schönen Sonntag und ja, trag dich ein, damit wir mal miteinander sprechen können. Ich poste den Link jetzt gleich hier ins Kommentarfeld. Okay, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.